Genau, Fräulein von Spurgelsen. Jetzt erleuchten Sie uns doch mal mit Ihrer Entscheidung. Sie als Anführerin. Aber wo wollt ihr denn sonst hin? Wir müssen jetzt erst einmal zum Raya-Tempel, wenn ihr uns wir haben, wohl wir den haben, Weg wenn ihr für eure, Denn ihr für habt eure, die Frau Spurgelsen gehört. Können Sie jetzt mit aus dem Weg gehen? Die Frau Spurgelsen hat gesprochen. Gehen Sie aus dem Weg oder ich muss Sie zwingen. Savab, 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 Novab, bleib Habt bitte. Habt ihr nicht die Frau Spurgelsen hören? Ihr bleib habt bitte, sie gehört. Bleibt bitte kurz hier. Es ist eine Karawanserei. Wir haben hier Unterstellplatz für eure Pferde, wenn ihr wollt. Jetzt sprecht ihr meine Sprache. Die Frau Spurgelsen sprach. Janan, schweigt, die Fräulein von Spurgelsen sprach. Rafim, als Maul! Ja, haltet jetzt beide die Klappe. Seht ihr? Die Fräulein von Spurgelsen Ihr braucht doch so oder so ein Bett für die Nacht. Es ist da bald dunkel und ihr wollt nicht auf den Straßen von Zorgern. Gerade wenn ihr euch hier nicht auskennt, dann wollt ihr euch doch hier sicherlich nicht in den Straßen herumdücken. Hier gibt es überall Diebesbanden, aber im Roten Kamel seid ihr sicher. Nabab. Kann ich nochmal daran erinnern, dass wir keine Kohle haben? Ja. Ja, wo ist jetzt der Tempel? Der Tempel. Ihr müsst einfach nur die Straße geradeaus gehen und dann werdet ihr zumindest erstmal den Garten erkennen und dahinter dann auch den kleinen See. Aber in dem Garten befindet sich dann auch der Raya-Tempel. Ihr Danke. Dürft gerne wieder zurückkommen, Nawab. Vielen Dank. Kommt. Ja, Rassi, ihr habt recht. Ich mag diese Stadt. Das wird wunderbar. Nicht wahr? Die ja. haben doch alle ein Rad ab hier. Ja. Wenn Sie das sagen, müssen wir alles hier mal zu Friedenszeiten besuchen. Jo, nicht ein warmes Bett, ein weiches Bett nur. Mensch. Aber ihr könnt ja hierhin zurückkommen, wenn ihr fertig seid, diese Überreste von einem Wagen zusammenzubauen. Alles zu seiner Zeit. Wir können uns nämlich auch Empfehlungen hinsichtlich unserer Unterbringung im Tempel abholen und werden nicht übers Ohr gehauen so. Ah, ihr meint eine bessere Herberge. Eine hervorragende Idee. Ja, ungefähr 10 Meter müsst ihr wieder stehen bleiben, weil bei Straßenkinder auf euch zukommen und euch Flugzettel verkaufen wollen, die es sowieso umsonst gibt. Und auf den Flugzetteln steht auch einfach nur Hafax Ante Portas, was sowieso bekannt ist. Aber es gibt noch ein paar selbstgemalte Bilder darauf. Wir wollen euch das für einen Schekel verkaufen. Ich passe ganz besonders auf meine Steine auf. Ich schreie die an und jag die weg. Was ist denn Schekel? Ich wiederhole lautstark, was auch immer Isarun gesagt hat, um die noch weiter anzuschreien. Und wieder am Ende sage ich mal, die Fräulein von Spurgelsen hat gesprochen. Was ist ein Schekel? Ich weiß es nicht. Team, seid ihr besoffen oder was habt ihr? Man muss sich den Gepflegenheiten anpassen. Und außerdem finde ich das einfach super lustig und unterhaltsam. Ich glaube, er hat an Karenas Rumpolen genascht. Also, bin ich denn der Einzige, der gerne sagt, die Fräulein von Spurgelsen hat gesprochen? Nein, 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 ich mag das auch. Siehst du, das hat einfach Dass Spaß. Ihr ihn wohl doch nicht noch ermutigt! Aber das bringt Spaß. Richtig. Wir sind nicht zum Spaß hier! Ja, wir sind eh hier, dann können wir auch Spaß haben. Naja. Siehst du? Der Schaffer braucht man nämlich entspannen. Schicke ja, einen Bandstrahl vom Himmel und erlöse mich hier raus. Apropos Bandstrahl, während ihr die Straße weitergeht, die Kinder verscheucht habt, könnt ihr dann auch vor euch den großen Park erkennen mit den vielen bunten Blüten, Rosen, Bäumen, Orangen, Orangen, all das, was das Herz begehrt, wird hier auch angebaut, beziehungsweise steht dann frei zur Verfügung. Und ihr könnt dann erkennen, wie hier ein Illusionist steht, ein Magier in einer Robe, der gerade neben einem Drachen steht, ein riesiges Ding. Er wirbt gerade mit seinen Fingern einige Runen in der Luft, ihr könnt die Matrix flirren sehen. Und dann bekommt der Drache auch tatsächlich sowas wie ein Geräusch, was er vorher noch nicht hatte. Und wird dann mit einer Geste nach oben geschickt, sodass er sich in die Luft erhebt. Mit einem Brüllen und Fauchen. Tötet ihn! Kurz flirrt der Drache in der Luft. Ihr könnt erkennen, dass es tatsächlich kein richtiger Drache ist, sondern nur eine Illusion. Aber vielleicht wissen das die anderen nicht. Und Voltax ist trotzdem auf sich. Diese Stadt wird immer interessanter, das muss ich dieser Stadt ja lassen. Ich hatte ja erst keine Lust, hier hinzukommen, aber ist doch ganz unterhaltsam hier. Der kleine Igna guckt dann zu Boltax, ich habe damals mit Torgisch auch ein paar Illusionen gar nicht bekämpft, das war ganz lustig. Habe ich meinen ersten Drachen getötet. Oh. Solange es nur Illusionen sind, aber... Ein riesiger Höhlendrache, der mich angegriffen und gefressen hat, und dann habe ich ihn, als ich in seinem Mund war, noch den Speer in den Hals gestoßen. Und dann hat er sich aufgelöst. Aber das war mein erster Drache. Also, solange die Drachen Illusionen sind. Ich kann es nicht glauben. Draußen vor den Toren steht Hafax. Und der hier verschwendet seine Mardergabe für so einen Blödsinn. Ich verstehe es auch nicht. Ist das nicht irgendwas für die Belagerung?
Vielleicht schickt er das Ding. Ich hasse Drachen. Vielleicht schickt er den ja raus, um zu nerven. Hat er doch gemacht. Über die Mauer rüber. Man sollte wohl meinen, dass gerade Hafax-Leute in der Lage seien, durch solch billige Illusionen hindurchzuschauen. Nun, ja, Hafax. Ein Dämon wird sich davon nicht beeindrucken lassen. Vielleicht liegt das an Fußtruppen. Werden Dämonen nicht von Illusionen beeindruckt? Nein. So. Warum seid ihr überhaupt so ruhig? Ich? Ja, ihr. Mir hat das Meer nicht bekommen, deswegen war ich ein bisschen stiller. Ja. Ah, jetzt geht's verstehen. Mir wieder gut. Das letzte Mal, als ihr ja, das hat ja nur Winke-Winke bei Boldax gemacht, aber bei mir hat er sich nicht darum gekümmert, deswegen ging es mir nicht gut. Das letzte Mal, als ihr in Ordnung war, ich dachte, dir geht es gut. Hättest du einfach auf mich zukommen können. War noch nie auf See. Doch eigentlich ganz schön. Alter, du hast eben irgendwas gesagt. Das letzte Mal, als ihr einen illusionären Drachen saht, ging die Sache ja wesentlich gewalttätiger vonstatten. Achso, deswegen meinst du, dass ich ruhig geblieben bin? Ja, ich bin mittlerweile größer und älter geworden. Viel Erfahrung gesammelt. Größer? Ich bin einen halben Zentimeter gewachsen. Das ist schon was. Und mein Bart 10 Zentimeter, hast du das noch nicht gesehen? Okay, ich habe ihn jetzt zusammengeknotet, aber mein Bart ist 10 Zentimeter gewachsen. Wahrhaftig prächtig. Wahrhafte Größe. Kommt auf den Bart. Ich sollte meinen Bart auch mal wieder wachsen lassen. Das ist eine vernünftige Idee. Nun, meine Herren, Damen, wir sollten uns eine Unterkunft suchen. Ja. Jalan schwächelt schon ein wenig beim Tragen dieses Wagens. Ich bitte euch, Abelmeer, ich habe schon Dinge getragen, da wart ihr nicht mehr in der Lage, euch selbst hochzuheben. Das mag sein, aber nicht auf diese Strecke, aber... Also hopp, wirklich Jalan und schwächeln? Nein, überhaupt nicht. Ja, dann könnt ihr in den Park hineingehen oder auch um ihn herum und den Raya-Tempel betreten. Hier gibt es unzählige Statuen, viel Rosenwasser, einen sehr hübschen Eingang, der an tulamitisches Flair erinnert. So ein Kreuzeingang mit vielen verschiedenen Säulen im Inneren. Und auf alle Fälle wird sich hier Geras definitiv sehr zu Hause fühlen. Auf eine Sache kann man sich immer verlassen. Der Raya-Tempel ist eine Oase der Schönheit. Ja, durchaus ansprechend. Nicht ganz der Tempel in Gareth, aber hat was, würde ich sagen. Ja, ihr könnt ja auch viele sowas wie Kissenstapel erkennen, wo man sich dann hinsetzen kann. Er ist echt gewaltig, gerade vom Inneren. Also das macht man dem Tempel von außen so vielleicht gar nicht ansehen, aber der ist echt gewaltig. Ihr könnt dann auch verschiedene Bühnen erkennen, wo man dann Musik spielen könnte. So ein paar Covers-Flöten liegen da noch, ein paar Doublers. Sind das Drogen, also irgendwas für den Rausch könntet ihr sehen, so ein paar Räucherstäbchen, die dann diese Luft in eine angenehme Atmosphäre tauchen. Hier könnte man sicherlich ziemlich gut feiern, aber daran denkt aktuell natürlich keiner. Es gibt hier ein paar Gläubige, ein paar Soldaten oder auch Soldatinnen, die sich dann hier gerade versorgen lassen oder auch die Harmonie versuchen wiederzufinden und dann könnt ihr sehen, wie eine glutäugige Schönheit an euch herantritt, mit prickelnden schwarzen Augen, die euch alles versprechen. Eine Tänzerin mit einem Schleier. Shiri war ihr Name. Die schöne Göttin zum Gruß. Ihr seid Reisende, das erkennt man sofort. Wie kann ich euch helfen? Sie wendet sich dabei nicht an Kiara, sondern an Isarun. Wir sind auf der Suche nach einem Ort, an dem wir unseren Streitwagen und unsere Pferde unterstellen konnten und natürlich auch selbst untergebracht werden können. Unterstellen? Wir werden die Tiere doch hier nicht einsperren. Lasst sie einfach an dem Park etwas frei herumlaufen, sie werden euch sicherlich nicht weglaufen. Das finde ich gut. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand diese Tiere von einem Raya-Tempel stehlen wird. Ja, das ist gut. Sie sind auch den Garten eines Raya-Tempels gewöhnt, von daher. Einen Streitwagen? Also, ich kann den hier nirgendwo unterstellen. Zumindest gibt es hier im Tempel keinen Platz. Den könntet ihr natürlich auch irgendwo nach draußen in den Garten stellen. Aber dann würde er dieser Harmonie natürlich nicht ganz zuträglich sein. Verstanden. Sagt einmal, habt ihr eine Empfehlung hinsichtlich einer angemessenen Herberge für uns, wo wir eben diesen Streitwagen unterstellen könnten und wo man uns nicht übers Ohr haut? Das kommt natürlich auf euren Geldbeutel an. Wir haben hier einige Gasthäuser, das Hotel Al-Sorgan zum Beispiel,
Mit einer sehr hohen Qualität, allerdings auch mit einem sehr hohen Preis. Dann haben wir die Herberge Alt-Sorrigan, aber die ist eher im unteren, mittleren Bereich. Wir haben die Taverne, den Rütteltopf. Das ist allerdings nichts, wo man schlafen kann oder auch will. Wir haben die Taverne Madala, wir haben die Herberge Rotes Kamel mit einer sehr hohen Qualität und einem angenehmen Preis. Und wir haben die Herberge das Weiße Kamel mit einer etwas niedrigen Qualität und einem etwas höheren Preis. Das Teehaus Paranias Hain mit einer hohen Qualität und einem hohen Preis. Die Schenke Flamingo Nest und das Teehaus Abdullah Shima. Wir haben die Talusiem, wir haben die Albasari, wir haben die Lichterbühne, wir haben die Zwiebeltürmchen, wir haben den Arrangenhain, den Wolkenbrecher, das Füchschenhöhle und dann auch ein paar Bordelle, aber ich glaube, da wollt ihr nicht drin schlafen. Aranische Freuden, die Jasort, Haus der Herren. Ich erinnere mich nur noch an das rote Kamel. Gehen wir doch dahin. Den ganzen Weg wieder zurück? Den ganzen Weg, das sind doch... Oder? Aber ihr tragt doch gar nicht den Streitwagen. Jetzt hört doch mal auf rumzuheulen. Das hätten wir auch gleich haben können. In der Ruhe liegt die Kraft. Also, wenn ihr tatsächlich Reisende von weit her seid, das Rote Kamel ist tatsächlich eine Heldentaverne oder eine Herberge, so sagt man tatsächlich. Seht ihr? Genau unsere Kragenweite. Entschuldigt, gute Dame, wenn ich mal fragen dürfte. Ja. Gibt es hier so eine Art Handelshaus, an dem ich mir Gelder auszahlen lassen kann, die aus Richtung Al-Anfa kommen? Gibt es hier sowas? Ja, bestimmt. Also der Fex-Tempel hat daneben noch einen mondsilbernen Palast eingebaut. Das gehört zwar nicht wirklich zusammen, aber es gibt einen Verbindungsgang. Der Mondsilberpalast gehört dem Marabasari. Und da werdet ihr sicherlich in einem Bankhaus auch Schuldscheine einbezahlen können, die aus Al-Anfa kommen. Wunderbar. Dann werden wir dort morgen einen Abstecher hin unternehmen müssen. Das liegt direkt in der Mitte der Stadt, also kurz vor dem Tor nach Alt-Sorrigan. Ich habe gehört, es gäbe hier im Ronra-Tempel auch einen Chorschrein. Ist das korrekt? In dem Tempel war ich leider tatsächlich noch nicht, das weiß ich nicht. Das ist der Löwentempel, der ist direkt an der Stadtmauer. Wenn ihr in Krak Al-Shah seid, dann seid ihr schon zu weit gelaufen. Was ist denn Krak Al-Shah? Gut, ich glaube auch, das könnt ihr aktuell... Aufgrund der Belagerung, es liegt leicht außerhalb der Stadt, das könntet ihr euch aktuell, glaube ich, auch gar nicht mehr ansehen. Das ist die Garnison. Na gut. Die wird ja auch gerade schwer beschäftigt sein, die haben bestimmt keine Zeit für uns. Die Festung der Eisernen Tiger in Sorga. Ja, ich glaube, da wollen wir nicht unterkommen. Eiserner Tiger, sehr klingender Name. Ich muss aber... Ich will nichts in das... was irgendwie eisern klingt, dann lieber ins rote Kamel. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich so langsam ziemlich mein Geldbeutel sich arg verschmälert hat und ich persönlich mir vermutlich das rote Kamel nicht mehr leisten könnte. Ach, das wird schon. Ich bin mir sicher, Boltax wird geneigt sein, uns bis morgen etwas auszulegen. Mal wieder. Wir wirklich die ganze Zeit Boltax auf der Tasche liegen? Wir werden morgen wohl bei den Madabasari auflaufen müssen und wir müssen einen Anteil von Rest bestimmt bei der Herberge. Den Rest sollen wir danach verlassen. So eben hast du müssen bei uns im Horasreich. Horasreich vertraut man den Leuten auch und im Horasreich wird gerade nicht die Stadt belagert. Das ist wohl wahr. Wir haben schon lange Frieden. Naja. Frieden. Ja? Ich für meinen Teil würde gerne, wenn es denn erlaubt ist, hier im Tempel bleiben, um zu meditieren und die Harmonie wiederzufinden. Meditieren, klar doch, Chiara. Ach ja, ihr bekommt ja später auch noch Besuch. Also bei dieser Schönheit würde ich auch gerne mal meditieren. Es ist eher wohl die Finger von den Stadtwachen lasst. Nein, ich meinte die... Blick meine ich nicht, aber mir. Also, ich denke, dass das ein guter Punkt ist, dass wir hier Informationen sammeln können, Kiras. Ich spüre einige Spannung zwischen euch beiden. Seid ihr ein Liebespaar? Nein. Ihr hättet es gerne. Ich habe wirklich einen Trick. Ich zeige auch mal so ganz unauffällig in Jahans Richtung. Ich habe mich das auch schon gefragt. Ihr sollt doch nicht lügen. Es ist kompliziert. Ich lüge nie, Isarun. Er verschweigt. Alles ja gut. Und das schlägt. Können wir jetzt gehen? Ihr gesteht es euch nicht ein. Ah. Ich schwöre, ich knüpfe euch alle an euren eigenen Schnüre eben auf. Klappe zu. Na. Sie tritt an dich heran und haut dir auf die Finger. Ich möchte so eine Worte von euch hier so nicht hören.
Sie schaut empört zu Isarun. Was macht ihr denn mit euren Männern? Ich weiß auch nicht. Ihr solltet sie wirklich mal unter Kontrolle kriegen. Ich möchte hier Harmonie haben. Sowas will ich hier nicht hören. Entschuldigung, Mutter Oberin. Ihr beschämt schon wieder die gute Frau Spogels. Schon viel besser. Schrecklich. So, wenn ihr jetzt hier nicht Ihr solltet ihn verheiraten. Eine Frau wird ihm gut tun. Das finde ich auch. Aber keine zwergische. Ob das jetzt ein Reiherbund oder ein Travierbund ist, ist mir gleich. Aber eine Frau wird ihm gut tun. Männer wissen oft nicht, wo ihr Kopf steht. Ja, da stimme ich zu. Also gerade bei dem. Nicht so ungut, Jalan. Ich grille das ganze Gesicht. Genau, Jalan. Eine Frau wird dir gut tun. Ja, die Geweihte fasst sich mal mit dem Finger, Zeigefinger und Daumen zusammengedrückt und reibt sich dann einmal so ein bisschen über den Mund, also einmal von links nach rechts. Leise, Fuchs jetzt. Gut, lass die Pferde einfach hier. Sie können draußen grasen, wie sie wollen. Pferde sind Geschöpfe Rajas und können daher in dem Park tun und machen, was sie wollen. Hab vielen Dank. Hörst du, Vitus, du kannst dich jetzt in den Park stellen. Masa lieb zu den anderen Pferden. Also gut, kommt. Wir gehen dann zurück zu dieser roten Kamel-Karawanserei. Ja, ich bleibe zurück und sattel die Pferde ab und versorge sie noch, bevor ich sie frei herumlaufen lasse. Wünsche euch viel Spaß beim Meditieren, Kiaras. Vielen Dank. Auf dass eure Meditation informativ und gleichzeitig erfreulich sein möge. Ja, ich bin mir sicher, dass sie sehr harmonisch sein wird. Kommt, ja, dann tragen wir den Streitwagen. Warum musstet ihr euch auch einen Streitwagen kaufen? Ich glaube, er ist nicht gekauft, das ist ein Beutestück, Rafim. Okay, kann ich verstehen. Würde ich auch nicht aufgeben, so ein schönes Stück. Nicht reden, tragen, meine Herren. So könnte er uns auch nützlich sein, falls wir wirklich nach Barbrück vorstoßen müssen. Guter Punkt. Und, Abelmir, ich trete dich gleich. Das wird schwer mit dem Wagen auf den Schultern. Oh, ich nehme das Wagenteil dann, damit Rafim seine Füße frei hat. Das war eine Herausforderung, die ihr nicht aussprechen sollen. Lass uns gehen. Nun. Dann geht doch einmal voraus, Fräulein von Spogelsen. Ich gehe ja schon voraus. Würde ich das eigentlich als Einziger so herrlich, oder? Ja, okay, ist das vielleicht nur mein Humor. Ja, so könnt ihr wieder zurück die Straßen in Richtung Süden und dann in Richtung Westen gehen und erreicht dann wieder das Rote Kamel, wo du schon wieder angelächelt wirst. Ist das der gleiche oder ist das ein anderer Eunuch? Unglaublich viele Eunuchen und du bist dir nicht ganz sicher, ob das der ist, mit dem du eben gesprochen hast. Der sieht vielleicht ein bisschen jünger aus. Ah, willkommen im Roten Kamel. Ihr wollt zu uns? Ausgezeichnet. Eine Oase der Friedlichkeit. Trotz dessen, dass wir so nah an der Stadtmauern sind. Normalerweise ist es ausgezeichnet, weil man direkt dann von hier aus in das Richtung, ins wundervolle Aranien aufbrechen kann, aber wir müssen diese Belagerung leider verzeihen. Ja, schon gut. Wir bräuchten eine Unterstellmöglichkeit für diesen Streitwagen. Hättet ihr so etwas? Ja, selbstverständlich. Wir sind eine Karawanserei. Und damit könnt ihr... Er klappt 1, 2, 3, 4, 5 Mal in die Hände und ein paar Kinder kommen herbei, die euch dann, diesmal aus dem Innenhof, die euch dann die ganzen Sachen irgendwie abnehmen, die Räder, das, ja, weiß ich nicht, so ein paar Achsen, so ein paar Speichen und die dann in das Innere tragen. Also ins Innere da, wo dann die anderen... Ihr könnt auch Kamele erkennen. Richtige Kamele. Sind das die Elefanten? Nein. Nein. Das sieht nicht elefantisch aus. Die hatten doch längere Nasen, meine ich. Aber die Nase ist auch ziemlich lang. Ah, ihr seid ein Zwerg, nicht wahr? Nein, Elefanten sind so groß. Er deutet einmal mit seiner Hand, ja, so hoch, wie er kommt. Sie haben eine gepanzerte Haut und sind ziemlich grau und haben einen Rüssel. Ihr werdet sie sofort erkennen, wenn ihr sie seht. Grau, okay, gut. Ein Nun. Rüssel wie so ein Schwein? Nur, dass er vorne aus dem Kopf herauskommt, wie ein Arm. Ein Armrüssel sozusagen. Wie bei Kiaras. Es ist eigentlich eine Nase, aber wir bezeichnen es in der hesinischen Zoologie, bezeichnen wir das Ganze nicht mehr als Nase, sondern als Rüssel. Obwohl sie damit auch trinken können. Wir können damit Wasser aufnehmen.
Tatsächlich? Ah, das ist praktisch. Spannende Tiere. Ich weiß nicht, was ich hier Sinde bei der Erschaffung von ihnen gedacht hat, aber sie sind wunderbar. Gibt es welche hier in der Stadt? Ja, selbstverständlich. Wir haben auch eine Elefantengarde. Ach was. Mit Zwergen. Das müssen wir uns morgen mal anschauen. Nein, da sind keine Zwerge drauf. Was? Mir wurde erzählt, Zwerge reiten auf Elefanten. Nein, wir haben hier keine Zwerge in der Stadt. Was? Das ist ja traurig. Das ist sehr traurig für euch. Also, ich kann verstehen, woher die Verwirrung kommt. Wenn ein Mensch dort oben drauf sitzt, dann sieht er sehr klein aus. So klein wie ein Zwerg. Aber es sind normale Männer. Und Frauen. Wie kämpft man von einem solch riesigen Tier aus? Ja, meistens reitet man in die Schlacht rein und der Elefant macht den Rest. Ihr verlasst euch also vollständig auf das Tier? Nein, die Elefantenreiter haben dort oben auch noch Wurfspeere und so etwas. Ich bin kein Kriegsgelehrter, bin nur ein einfacher Eunuch, mein Herr. Es scheint mir wenig Rondra gefährlich in die Schlacht zu reiten, so hoch von seinem Gegner entfernt. Aber wenn es funktioniert, funktioniert es wohl nicht, oder? So, Nawab, ich darf euch die schönsten Zimmer bei uns zeigen. Wir sind aktuell leider nicht so sehr gefüllt und da freuen wir uns über jeden Gast. Ich darf euch eine kleine Auswahl an Tee und Reisschnaps bieten, ein bisschen Wein. Und wenn ihr mögt, dann habe ich sogar zum Nachtisch etwas Marzipan für euch. Zimmer für eine Nacht kosten 3 Silber und ihr könnt so lange bleiben, wie ihr mögt. Sehr gut. Wunderbar. Wein und Marzipan. Was ist Marzipan? Das ist so eine ganz süße Zuckermasse. Mit Mandeln, glaube ich auch. Ich dachte, das wäre eine Mandelmasse mit Zucker. Das klingt vielleicht verheißungsvoll. Woher kennt ihr euch so gut mit Backen aus, Jalan? Frau Putz hat einmal... Nicht so wichtig. Ach, Frau Putz. Arme Frau Putz. Was sie wohl macht jetzt gerade? Hoffentlich sehr viele Kekse backen. Ich hoffe doch, bei ihrer Tante in Brunin leben. Das hoffe ich auch. Können wir nur hoffen. Lasst uns zum Wein. Ja, die Karawanserei genießt tatsächlich einen vortrefflichen Ruf, nicht nur in dem Raya-Tempel. Es ist eine kleine friedliche Oase und sie verfügt auch über 2 Wächter, die hier an der Tür stehen, wenn ihr hineingeht, die euch dann auch mustern. Sie sind beide sehr groß, haben auch einen Nasenring. Ganz ungewöhnlich, würde man im Mittelreich nie finden. Und ist das eine Ferkina? Ja, ihr geht an ihn vorbei und könnt dann sehen, ein Ort der Ruhe und Ordnung. In einer Ecke seht ihr, wie eine Charizard sitzt und ihr könnt auch einen Heimermut erkennen, einen Geschichtenerzähler, der dann hier für die Gäste und die Unterhaltung zur Verfügung steht. Es ist ein großes Buffet bereits aufgebaut, an dem sich 2 Gäste gerade bedienen, ansonsten gibt es keine weiteren. Und ihr könnt dann von dem Eunuchen bzw. dann den anderen Leuten, die dann hier übernehmen, in Richtung obere Bereiche geführt werden, wo ihr dann Zimmer bekommt, die unglaublich sauber und ordentlich sind. Oh, einladend. Keine Hängematten. Ich stürme als erstes ans Buffet und will alles ausprobieren, was irgendwie nach Fleisch aussieht. Oh, das ich gehe mich erst mal waschen. Eine hervorragende Idee. Ja, kannst du Tulamia lesen und schreiben, Rafim? Lass mich nicht lügen. Ja, Satan vorne, ich wäre überrascht, wenn nicht. Ich kann Tulamidia sprechen. Ja, okay, dann isst du halt Fleisch und du weißt nicht, wovon es ist. Ja, muss nur schmecken, der Rest ist so wurscht. Ich fütter auch den Bären gleich mit. Gut. Das solltest du probieren. Ja, das ist scharf gewürzt, das sollte lieber der Rafim essen. Ja, an dem Haustier wird sich erstmal niemand stören, auch wenn es kein Haustier ist, sondern immer noch ein Wildtier. Wird die Leute nicht interessieren, solange er da nichts kaputt macht und aktuell hast du keinen Sturmangriff angesagt. Wenn die anderen dann runterkommen und sehen, wie Rafim da gerade die Soße aus dem Mundwinkel läuft, könnt ihr dann nach und nach erkennen, dass es zu essen gibt Schaf, Esel und Huhn, Taube, Wildhühner, sowas wie Fasan, den Ongalo-Bullen, es gibt Strauße und es gibt Nashornfleisch und auch Schlange. Und wenn ihr dann mal so anguckt, was Rafim bei sich auf dem Teller hat, er hat sich ja irgendwie von allem eingepackt, schlingt und schmatzt und ist das ein Spinnenbein? Hat er da eine Tarantel auf seinem Teller? Oh, die müsst ihr essen, die sind ganz wunderbar. Die knacken so, wenn man die isst. Wollt ihr auch ein Stück, Isarun? Nein, das sieht haarig aus. Das sieht sehr frevelig aus. Wie kann man Schlange zubereiten? Also wirklich.
Was ist denn da von Schlange? Was von dem Marzipan? Ja, okay. Wenn ihr es nicht wollt, ich opfer mich. Ja? Ja, willst du auch ein Stück? Ja, nimm du auch mal ein Stück Tarantel. Das ist gut für dich, dann wächst du nämlich. Ja. Ansonsten, Boltax ist ja fleischfrei und kann sich dann an dem Buffet auch sehr dicklich tun. Fladenbrot, Joghurt in verschiedenen Sorten, Oliven, Tees, wie gesagt, ganz, ganz viele. Sehr schwarz meistens, auch dann mit sehr viel Zucker. Es gibt Dickmilch mit Salz und Gemüse gewürzt und Zucker und Mandeln, die man sich da reinmixt. Zwiebeln, Knoblauch, Pfeffer. Es gibt auch Garnelen und auch Hummer. Ganz exquisit. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern du auch Fisch oder sowas essen würdest. Also Garnelen und Hummer ist dann ja eher fischig als ja, tierisch ist es ja so oder so, aber es ist ja kein Fleisch. Ein großes, riesiges Buffet, an dem ihr euch gütlich tun könnt und dann mit Wein, Tee beieinander sitzt und euch erholt.